Oh mein Gottes Willen, Alter! Was? Oh mein Gott, schon wieder so ein krasser Account. Boah, das wird ja noch fetter als gerade. Und ich muss noch alles schneiden und ich weiß nicht was. Das wird eine harte, lange Nacht. Das wird so eine harte Nacht. Ich wollte eigentlich noch die Öffnung der BlizzCon gucken. Ich glaube, das kann ich jetzt vergessen. Okay, ich fange jetzt einfach schon mal direkt an, weil sonst dauert es zu lange. Oh mein Gott. Oh, shit, Leute. Sagt mir vorher, wie viele Rollen ihr habt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es sogar geschrieben. Ach Gott. Komm schon wieder gar nicht klar. Das ist heftig. Oh, das ist heftig. Ich muss mal gucken, was er noch so geschrieben hat. Lass mich kurz gucken. Ich guck einfach dem Summoning zu. Ich guck mal eben, was da noch so. Genau. Camilla hätte ja Bock drauf, auf jeden Fall. Denn ihm geht dieses Monster einfach extrem auf den Sack. Ja, mir auch. Ich hätte sie auch gerne. Sie ist einfach einer der besten Netfiles. Oh shit, direkt Netfile Affenkönig. Boah, das ist ein hartes Summoning heute. Oh, meine Augen, ey. Ich hab gedacht, das gibt's doch wohl nicht. Oh mein Gott. Jetzt, das geht schon hart los, ey. Oh shit. Da fliegt mir schon direkt ein Tesha entgegen. Ihr macht mich heute echt fertig, ey. Ihr macht mich heute echt fertig. Affenkönig. Ich hätte so gern einen Affenkönig. Ohne Scheiß. Weil die können alle irgendwas Besonderes. Entweder kriegt man sie nicht kaputt oder sie stunnen einen da und ist so hartnäckig wie diese Camilla, du gerade gesagt hast. Erstmal, so ähnlich ist ein Monkey. Nicht ganz so heftig, aber nervt auch hart. Und ist nice. Lass mal, wartet. Carsten, du Gangster. Lass es mal ganz kurz, was hast du als Leader? Ja, Verteidigung, Verbindung unter Monster um 33. Und hier, wenn du angegriffen wärst, erhöht sich deine Angriffskraft. Ja, ey, was ist das denn? Raid. Game changing. Für mich. Welches Level war... Du bist 50, okay. Wie viel Net 5 und so? Du hattest einen Net 5 schon, ne? Glaube ich. GZ, Mann. Monkey. Ey, ist das eine krasse Session oder ist das eine... Ist das eine richtig krasse Session? Wie viel Net 5? In der letzten Session haben wir einen einzigen Net 5 gezogen. Und das war Fairy King Feuer, oder? Ist nicht gut, ich weiß. Und das war nur einer. Und jetzt haben wir, was haben wir hier gezogen? Beastmonk, wir haben Verrat, wir haben Lightning Darknet 5, wir haben Feuermonkey. Und ich habe echt das Gefühl, hier kommt noch irgendwas Krasses, ey. Ich habe nicht, noch nicht vorbei. Glücksstrahl ist noch nicht vorbei. So, hast du noch irgendwas geschrieben? Gebrauchen kann ich noch genug PvP, Gildenkriege, TOA und so weiter. Ich glaube, wir summen einfach. Boah, so viele Rollen, ey. Das ist auch erstmal krass, wieder, dass du die so hart gespart hast. So, wir machen weiter. 20 Minuten. Ich hoffe, mein ganzer Speicher reicht noch alles für diese fette Session hier. Aber das soll wohl klappen. Das wäre worst case, wenn das hier auf einmal mein PC... Ich nehme alles auf mein PC-Schutz ab oder so. Ich hatte das einmal gehabt bis jetzt, ey. Ich hoffe nie wieder. Und? Forster Samurai. Ah, okay. Der ist nicht so pralle, aber das gehört dazu. Mir ist einmal passiert, dass mir nach der Aufnahme mein PC irgendwas ist abgekackt und die Aufnahme war weg. Und ich wollte ein Friends-Summoning aufnehmen. Das war richtig scheiße. Ich hoffe, das passiert mir nicht nochmal. Ich tue alles dafür, dass mir das nicht passiert. Ich hoffe, vor allem bei so einem 200-MS-Account. Ich nehme alles auf, kackt ab. Ja, sorry, ne? Ich habe alles für dich gesammelt, wie du kriegst du nicht. Bitte nie wieder. Sowas. Bitte nie wieder sowas. Oh, ist das krass, ey. So viele Rollen, ey. Ich könnte das nicht. Das ist ja noch mehr als vorhin. Wie viel Light in Dark hatten wir hier? Oi. Komm, wir machen mal direkt diese auf, weil sonst vergesse ich das. Let's go.
Wir haben einen Net 5 schon hier. Foster. Oh, nice. Eisig. Nice Monster wurde gebufft. Das heißt, es wurde nur der Speed gebufft, aber dadurch laufen die Runs ja auch schneller. Von daher ist es ein Buff. Wir haben nicht genug Stücke. Wir machen die Lightning da. Ich vergesse das sonst. Wir haben ein Lightning. Okay, ein Foster Lightning. Oh, nice. Magierritter zum zweiten Mal. Aber auch hier GZ auf jeden Fall. Ist eine coole Sau. Weil das Coole ist ja auch, die ganzen Upgrades, ja, die Skill-Upgrades, die anderen brauchst du alle nicht. Das heißt, du kannst die alle da rein donnern. Nice. Es ist nicht so wie bei den Himmelstänzerinnen zum Beispiel. Da gibt's Shazoon, Miyang und so weiter. Da kriegst du die Skill-Ups kaum voll. Bei der, alles da rein, GG. Da brauchst du dich um die anderen kümmern, weil das ist eh die Beste. Obwohl, wie es Light? Ich kenne nur die Dark, die sieht man öfters. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Dark besser ist als die Light und wir kriegen noch ein Lightning. Was haben wir? Ah, Mermaids. Oh mein Gott, ey. Ich krieg die. Oh, Orion. Orion. PvP Game Changing auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Arena Defense nice zu benutzen. Macht halt unterschiedliche schädliche Effekte auf die Gegner. Zufällig ein Armor Break, ein Stun und so weiter. Gibt Attack Bar. Schön viel Speed geben. Ist das Gute an Orion ist, er ist unberechenbar für den Gegner. Wenn ihr gegen einen Orion spielt, wisst ihr nie, scheiß auf, was macht er jetzt? Macht der Armor Break da auf dieses jenes? Das wisst ihr nicht und das ist einfach das Gute an ihm. Deswegen, wenn er unberechenbar ist, ist es das Beste für die Defense. Eure Defense muss unberechenbar sein, sodass der Gegner sich nicht drauf einstellen kann. Nicht Counter picken kann. Und das ist einfach so. Orion macht das einfach. Du weißt einfach nicht, was er macht. Du kannst natürlich mit Wille-Ruhen reingehen. Kannst machen. Du kannst auch natürlich schneller sein als er. Geht auch. Aber wehe, er kommt als erstes dran. Da weißt du nie. Und wenn du dann keine Wille-Ruhen hast, weißt du nie, was passieren wird. Und hinzu kommt noch, wenn zum Beispiel, da ist ein Feuer-Attacker. Ihr habt einen Wind dabei. Und vielleicht noch ein Light oder so. So, dann macht Orion auf diesen Light den Armor Break und der Feuer-Attacker wird den Light angreifen und nicht eigentlich den Wind, den er normalerweise angreifen würde. Ja, ihr habt einen Wind-Tank reingestellt. Es funktioniert alles nicht mehr. Orion bringt alles durcheinander. Und das ist das Geile an ihn auf jeden Fall. So, ich pack das mal alles hier rein, obwohl wir ihn jetzt nicht alles gezogen haben. Deswegen ist es ist sehr, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ich habe Orion auch nicht. Ist einer der wenigen Net 4, die ich noch nicht. Oh shit, ey. Oh, was ist das? Doch ein Brownie? Nein. Die habe ich auch schon dreimal gezogen. Kann ich nichts mit anfangen. Gibt halt. Ich glaube, entfernt alle schädlichen Effekte und gibt eine gewisse Anzahl an HP alle Verbündeter, wenn sie stirbt. Ja. Brauchen wir also auch nicht mehr unbedingt. Was haben wir hier? Oh, Emma. Nice Monster. Hätte es fast unter meinen Top 10 Net 4 geschafft. Heilung kommt rein, Schild kommt rein. Ich kann bei so vielen Rollen, ey, ich kann nicht auf alles eingehen, aber nice. Ist ein bisschen game-changing. Ist ein nice Monster auf jeden Fall. Finde ich schon. Das ist ein sehr gutes Monster. Gerade für Leute, die vielleicht ein bisschen Schild brauchen, ein bisschen Heilung brauchen. Das ist halt so ein. Megan macht das auch so ein bisschen, aber sie ist ein Tacken geiler. Sie ist ein Tacken geiler. Next Lightning. Lucian! Oh, ich zieh heute alles, was geht, ey. Und noch ein Lucian hinterher, ey. Erstmal, du hast so viel zu tun. Du kannst auf diesen ganzen Streestars hier. Was ist mit meinem Fuck-Ding los? Diese ganzen Streestars, die ich jetzt für dich ziehe, die brauchst du. Die brauchst du einfach, um diese ganzen Monster aufzuleveln. Du brauchst XP-Boosts und was weiß ich. Mach ruhig ein Sixter nach dem anderen, denn wenn du einen Sixter machst, kriegst du einen XP-Boost. Deswegen mach erst den Monkey hoch, kassier einen XP-Boost, farm deine Mets, mach, keine Ahnung, Lucian hoch, mach Emma hoch, mach das. Ah, nice, ey. Ah, schreib mal, wie lange auch an denjenigen, den finde ich vorhin gesammelt habe. Wie lange habt ihr gespart? Es kann natürlich sein, dass der eine oder andere Euro geflossen ist, das weiß ich nicht, aber wie lange spart man für 220 Rollen. Das ist schon. Das ist sehr lange. Und
Haben wir noch einen Samurai? Oh, Gallione, ey. Wer jetzt noch Würde ziehen, ne? Dann haben wir das, haben wir deinen Account fertig. Vielleicht noch eine Hua hinterher und GG, ey. Ey, das ist so krass, ey. Leute, macht eure Rollen auf. Guckt doch mal, was die heute gezogen haben, bist du geile Monster. Ich meine, okay, vorhin, ey, es tut mir gerade auch echt leid für die Dinge. Da war crappy, leider. Aber hier, ey, was wir hier schon wieder gezogen haben. Ich gehe schon gar nicht mehr auf die Monster drauf ein. Für die Leute, sorry, wenn ihr relativ neu dabei seid. Galeone einfach auch einer der Top 10 Network. Das ist für mich ein Five-Star. Galeone. Das ist das, was der kann, ist einfach. Oh shit, gedrückt. Boah! Ich hab's doch gesagt, ey. Oh. Ich komme heute nicht mehr klar, ey. Noch so ein heftig gesegneter Account. Du hast einige der Top 10 Net 4 hier schon. Du hast schon Net 5. Was? Macht mich echt fertig, ey. Du hast, ey, Esplav. Du hast alles, du hast Arbeit vor dir, das reicht bis Silvester und drüber hinaus. Das Spiel wird sich für dich verändern. Zum Positiven natürlich. Und mit diesem Monster nicht mehr, denn du hast ihn schon, aber Galeone braucht Skill-Ups. Voll. Galeone ist ein Monster, was auf jeden Fall Skill-Ups benötigt. Wenn du das mal mit einer Hua vergleichst, Hua macht mehr Schaden und Cooldown-Reduzierung. Okay, kann man gebrauchen, nice to have. Aber bei Hua kommt es nicht darauf an, dass du auf dem einen weniger Cooldown hast. Denn es kommt bei Hua darauf an, auf dem passiven. Und das macht sie mit jedem Hit, egal mit welchem. Von daher ist bei Hua ein Skill-Up also kaum nötig. Ist natürlich nice für den Damage, okay, aber kaum nötig. Bei Galeone dagegen hast du auf vielen Skills eine höhere Trefferchance. Also auf den letzten kriegst du 15% mehr Rate, auf dem ersten kriegst du 15% mehr Rate. Immer um den Armor Break reinzuhauen. Das ist ein Must-Have einfach bei diesem Monster. Er muss den Armor Break reinhauen mit dem ersten und mit dem letzten. Und wenn du den zweiten volllast, ist auch nice. Nochmal Attack Bar zurück mit Cooldown-Reduzierung. Deswegen Galeone ist ein Must-Have für Delvemons oder Skill-Ups mit anderen Piratenkapitänen natürlich. Und Hua nicht unbedingt. So, ich habe es selber probiert. Ich hatte bei Galeone den letzten voll. Hab gesagt, er hat alles, was er braucht. Mm-mm. Nicht. Giant Speed 10, Run. Brauchst du den Armor Break beim Speedrun oder beim Giant Speedrun? Brauchst du den Armor Break direkt? Wenn du beim ersten Mal failst, kann sein, dass dein Team das noch auffängt. Beim zweiten Mal muss der kommen, sonst ist es ein Wipe. Und deswegen brauchst du auch auf dem ersten von Galeone Full Skill-Ups, damit er 100% Armor Break macht. So, Robert, jetzt hast du wieder hier erzählt und da ist der Trevor, von dem wir gerade gesprochen haben die ganze Zeit, ist klar. Von welchem Monster wollen wir jetzt reden, ne? Wir haben vom Hua gesprochen, wir haben von Trevor gesprochen die ganze Zeit. Was wollen wir noch? Sag mal was. Was brauchst du noch so? Hast du irgendwas geschrieben? Camilla? Wie wär's mit dir? Kannst du das? Wie wär's mit ihr? Oh, 100 wieder erreicht, ey. Haben wir noch genug Speicher? Ja, läuft noch. Okay, wir hauen alles rein. Bis gleich. Weiter geht's, Freunde. Was haben wir gesagt? Von wem wollen wir reden? Ah, komm, lass mal vom Forster reden. Das ist ja wahrscheinlicher. Ja, würde. Nee, boah. Das wäre natürlich jetzt noch Ruhe. Ich weiß gar nicht, ob du ihn jetzt gerade hattest. Ich hab gar nicht so wirklich auf deine Monster geachtet. Aber das wäre natürlich noch saukrass. Kommt was? Fake Trevor. Hast du Skill-Ups, falls du den Trevor bauen willst? Würde ich aber nicht unbedingt. Ist ein nice Monster, aber gehört für mich nicht zu Top 10 Net 4. Da hast du was ganz anderes bekommen.
Was auch wesentlich besser ist, was du öfters auch unterschiedlich irgendwo einsetzen kannst. Wie in der Hua zum Beispiel. Kannst du überall einsetzen. Hua kannst du überall einsetzen. Attack Lasse vom Boss zurück ist überall nice. Shylock ist auch nice. Er setzt auch übrigens Attack Balken zurück, oder? Ja, Slow macht er auch noch, ne? Oder Attack Balken, Slow, irgendwas oder beides. Wie auch immer. Ich hatte dieses Monster nicht, ich wollte es eine Zeit lang haben, jetzt brauche ich es nicht mehr. Oh. Eine kleine Schweigeminute, ne? Bis zum nächsten Lightning. Oh, Lightning! Und Trevor! Oh mein Gott, ey! Ey, oh, jetzt reicht's auch mit den Trevors, ey! Bryant. Nein, Wasser? Wasser. Auch nice. Ist auch nice. Also, so. Ein bisschen rumschweigen ist. Das kann ich gar nicht, ey. Ich voll drang, euch was zu erzählen. So, wir machen weiter. Tea Time. Oh, ey, was ist da los? Guck nicht hin, ich kann. Ich stelle das mal ab. Okay, das haben wir da. Okay, der ist kacke. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir sparen uns die heftigen Rollen für den Schluss auf. Für den Final Countdown dieser fetten Summoning Session. Denn ich mache jetzt nichts mehr auf. Ich muss alles noch schneiden. Es ist schon wieder verdammt spät. Boah. Ich weiß gar nicht, ob ich noch jemanden in der Pipeline habe. Für alle Leute, die noch in der Pipeline sind. Sorry. Aber ich rechne nicht damit, dass ich zweimal Leute dabei habe, die über 200 Rollen haben. Ihr seid beim nächsten Summoning dabei. Bewirbt euch wieder einfach. Ich kann natürlich nichts versprechen, aber schreibt einfach da rein, dass ihr euch letztes Mal schon beworben habt. Das muss aber auch, darf aber nicht gelogen sein. So, kriegen wir noch irgendwas? Müssen wir nochmal Platz machen? Ich glaube ja. Boah, ist das eine... Meine Hand tut schon weh von diesem Hin- und Her-Skippe. Ich muss mal die linke Hand benutzen. Ich bin echt schon... Das ist echt heftig. Ich bin echt schon sprachlos, was wir heute alles so Heftiges gezogen haben. Kriegen wir noch was? Ich hab's vorhin noch gesagt, dass wir in diesem Akkord noch was Heftiges ziehen werden. Ey, so viele geile Net Force, wie wir gezogen haben. So, was haben wir jetzt noch? Oh, scheiße, wir haben noch 8 Light in Dark. Oh, okay, Leute. Ja, es kommt noch was Heftiges. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit kommt noch was Heftiges. Also, ein Blitz Light in Dark, bin ich mir sicher. Wir haben heute eine sehr gute Rate. Okay, wir haben kein Lightning. Wir haben eine lebende Rüstung. Ist okay, kann man bauen. Weiter geht's. Kein Lightning. Wir haben einen Imp-Champion, der ist scheiße. Wir haben kein Lightning. Wir haben... ein Fake-Net vor... Ne, ich dachte, der heißt Khan. Ne, der blaue heißt Khan, ne? Der blaue heißt Khan. Ja, was hat er denn? Erhöht den Widerstand um 20% und reduziert von Dunkelheitsmonstern zufügten Schaden um 50% ist ein Light-Tank. Keine Blitz. Oh. Das ist ein nice Lightning. Beziehungsweise, es ist eigentlich ein Lightning. Das ist ein... Dieses Monster, da werde ich demnächst mal ein Video drüber machen, ist das schnellste Monster, was zusätzlich noch Attack-Bar gibt. Wie Bernhard. Bernhard hat einen Speed von 100... Was hat er jetzt? 114? 111? Bin mir gar nicht sicher. Sie hat 120. Sie ist hier schneller als jeder Bernhard. Baue ich mir jetzt. Zum Rune Removal. Auf jeden Fall. Und dann geht's ab. Über 270 Speed kriege ich sie auf jeden Fall. Fucking Fake Chloe.
Nee, jetzt alle, die scheiße sind, irgendwas mit Fake. Fake-Elfen, oh Gott, der ist echt Fake. Ah, schon weil wir alleine, weil wir ihn schon kriegen, kommen. Ich hab gesagt, ein Lightning. Oh, los. Ein Lightning noch. Komm, was gab das? Okay, wir haben kein Lightning. Können wir uns beschweren? Auf keinen Fall. Der Account ist auch gesegnet. Von daher, wir haben noch zwei davon. Komm on! Phantom Dieb. Wenn du Galeon hast, brauchst du ihn nicht mehr. Hier auch verteilte Schwächen auf alle Feinde. Aber Galeone macht den Job besser. Brauchst du nicht. Weg damit. Letzte Lightning, letzte Rolle für dieses Summoning. Und wir haben einen Horus. Schon wieder, ey. Heute ist auch der Tag der Doppelten. Der Top der Doppelten Monster. Boah, ey. Das war wieder eine geile Session. Das war eine richtig heftige Session. Ich hätte das geilste Summoning heute gehabt. Auf jeden Fall mit dem Light and Dark. Net 5, das war ein Traum-Summoning für mich. Mein erstes Light and Dark Monster, Net 5 war. Und kein Fake oder irgendwas, ein richtiger Net 5. Und hier kurz diese Food an. Und da war dann noch jede Menge im Lager. Espla, erstmal dir vielen Dank. Auch nochmal vielen Dank für die tolle Nachricht. Und auch Dank an euch Leute dafür, dass ihr natürlich wieder bei mir zugeschaut habt. Ich würde mich über den Daumen natürlich freuen. Danke für euren Support. Lasst einen letzten Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, Freunde. Ciao.